Hallihallo und willkommen zurück zu Binärmathe, theoretische Informatik, also Rechnen mit Binärzahlen. Ja, dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie man tatsächlich auch kompliziertere Zahlen, also Kommazahlen vor allem, umrechnen kann in Binärzahlen und umgekehrt, wie man binäre Kommazahlen umrechnen kann in Dezimalzahlen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man denkt, aber doch machbar. Ja, also, ich zeige es euch gerade mal kurz. Und zwar fangen wir an. Wir haben eine Binärzahl, also wir machen diesmal zuerst die Binärzahl in die Dezimalzahl. Sollte nicht so schwer sein wie die andere Richtung. Sagen wir mal hier 1, 1, 1, 0, 0, 0. Und jetzt muss ich gucken, wie viele Einsen habe ich denn da rausgewählt. 5 Stück noch, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1. So, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, Mann, ist der mad. Nein, tatsächlich solche Zahlen umzurechnen kommt, wenn ihr Informatikklausur schreibt, öfters mal vor. Ist aber auch wirklich nicht so schwer. Also ihr müsst da wirklich nur abdecken. Also ich würde euch wirklich empfehlen, hebt die Hand über diese Zahlen hier, die ihr noch nicht beachtet habt und fangt einfach rechts an und arbeitet euch dann langsam nach links durch. Wenn ihr die Hand drüber hebt, dann kommt ihr nicht so durcheinander beim Verzählen. So, genug geredet jetzt. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Praxis machen. Und zwar nehmen wir uns erstmal diesen Vorkommateil und rechnen den so um, wie wir es schon kennen. Also wir ignorieren den Nachkommateil hier hinten. Okay, so. Also hier steht 2 hoch 0, das ist dann logischerweise 1. Dann rechts davon, hier steht 2 hoch 1, was 2 ist. Also ihr kennt das ja schon eigentlich alles. Dann 4, dann 8, 16. Dann kommen hier 3 Nullen, also 32, 64, 128. Und dann haben wir 256 und das schiebt mir automatisch in eine neue Zeile. Ich finde es wunderbar, weil sonst könnt ihr es ja nicht mehr sehen. 512 und 1024. Und die 1024 ist dann die hier vorne. Und das ist die letzte. Wenn wir die jetzt alle aufaddieren, dann kommen wir, das sage ich euch einfach mal so, könnt ihr durchaus mal bitte nachrechnen. Ich würde euch sowieso empfehlen, einfach mal mich kurz pausieren und selber durchrechnen, falls ihr da, also das kennt ihr ja hier schon, wie man das macht. Einfach mal durchprobieren. So, das war der einfache Teil. Jetzt kommt der Nachkommateil und der ist tatsächlich das Neue, was ich euch zeigen möchte. Okay, also wir stellen uns vor, wir haben nur noch die Zahl 0,111, denn diese Vorkomma-Geschichte hier, die kennen wir ja schon. Das ist ja 1823. So, deswegen schiebe ich das jetzt hier mal so hin. 0,111 wollen wir umwandeln ins Dezimalsystem. Okay, also, was machen wir? Wir wissen, diese Stelle hier ist 2 hoch 0 gewesen und dann kommt das Komma und dann kommt 2 hoch minus 1. Ja? Also haben wir hier 2 hoch minus 1. Das ist jetzt doof, da brauche ich tatsächlich wieder eine Formel für. Eine Sekunde, ich habe sofort. So, 2, also das, ups. Das Ganze mit dem einmal, das spare ich mir jetzt. Ich nehme mal an, dass ihr wisst, dass wenn da eine 1 steht, dass es dann einmal ist. Also 2 hoch minus 1 plus, jetzt brauche ich das hier nochmal. Dann zählen wir nämlich weiter. 2 hoch minus 2 und dann 2 hoch minus 3. Und dann steht hier nämlich, das hier ist 2 hoch minus 1, das ist 2 hoch minus 2 und das hier ist 2 hoch minus 3. Ja, jetzt könnt ihr euch überlegen, was ist denn das alles? Okay, das machen wir. Ups, wo ist es hin? Ah, darunter. Okay, neue Seite. Gut. Also, hier haben wir zwei. Ich kopiere das hier alles mal. Die Plusse bleiben natürlich bestehen. So. 2 hoch minus 1. Naja, was ist 2 hoch minus 1? Das ist dasselbe wie 1 durch 2. Ihr solltet vielleicht noch wissen, diese Minus vor den Potenzen. Kennt ihr vielleicht noch, das bedeutet genau 1 durch, also 1 durch 2 hoch 1, was 1 durch 2 ist. Dann haben wir hier 1 durch 2 hoch 2. 1 durch 2 hoch 2 sollte bekannt sein, ist 4. Also 2 hoch 2 ist 4, also ist 1 durch 2 hoch 2 logischerweise ein Viertel. Und dann haben wir hier noch 2 hoch 3, also 1 durch 2 hoch 3. Na, jetzt sind wir wieder auf der oberen Seite, was tut es denn mit mir? Ist ein Achtel. So, und jetzt können wir das Ganze zusammenrechnen hier. Ja, da muss man dann vielleicht erweitern und so weiter und so fort. Das solltet ihr vielleicht noch kennen. Also hier mit 4 erweitern. Hier haben wir dann 4 Achtel. Hier haben wir 2 Achtel. Und da kommen wir dann insgesamt bei. Ja, jetzt ist es wieder runter. Mann, echt.
Was soll denn das? Und jetzt ist wieder oben. Okay, 7 Achtel. Bei 7 Achtel kommen wir raus. Sehr schön. So, und das war der Nachkommateil. Und wenn wir das Ganze jetzt zusammenrechnen, hier oben, dann müssen wir einfach nur den Vorkommateil, dann ein Komma setzen, dann den Nachkommateil. Jetzt sollte man noch wissen, was 7 Achtel als Zahl ist. Also hier haben wir 1823 und 7 Achtel sollten, wenn ich mich nicht verrechnet habe, oder wenn ich keinen Denkfehler habe, 0,875 sein. Und dann haben wir als ganze Zahl 1823,875. Wunderbar. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch in die andere Richtung machen. Und da wird es etwas schwieriger. Wobei, es ist Geschmackssache. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eine neue Seite anfangen. Und ja, wie ich euch versprochen habe, gibt es eine einfachere Variante, als wirklich zu schauen, ist es jetzt größer als 1024 und kleiner als 2048, sondern man kann es auch ein bisschen easier machen. Das ist eigentlich eher die im Kopf-Variante gewesen. Ich brauche jetzt nur gerade mal eine kleinere Schriftgröße, sonst passt es hier einfach absolut nicht hin. Okay, so. Ja, passt. Okay, also fangen wir wieder an. Wir wollen die Zahl 1823,875 umwandeln. Okay, also fangen wir an. 1823, nur der Vorkommateil. Gut, dann rechnen wir das erstmal durch 2. Und jetzt dürft ihr euch noch an eure Grundschule erinnern. Ich weiß, wir gehen immer weiter zurück. 1823 durch 2 ist 911, theoretisch 5. Praktisch schreiben wir dann einfach Rest oder einfach nur R 1. Also haben wir jetzt 911 mal 2, können wir gerade überprüfen, ist 1822 plus den Rest hier, den wir haben. Wir rechnen hier tatsächlich wieder mit Rest. Wie so ein paar Schulkinder aus der Grundschule. Ja, ist doch cool. So, und jetzt nehmen wir diese Zahl hier 911 und schreiben sie vorne wieder hin. Und rechnen hier nochmal durch 2, sagen dann ist gleich und sehen, wir haben schon wieder einen Rest. Rest 1. Und so machen wir das weiter. Ich führe es euch gerade mal kurz vor, aber ich würde euch fast bitten, mich jetzt kurz zu pausieren und das einfach mal selber weiterzurechnen und schauen, was ihr am Ende rausbekommt. Ich mache es jetzt hier natürlich weiter, für den Fall, dass ihr mich wieder weiterlaufen lassen habt. 455 durch 2 ist 227, Rest 1. 227 durch 2 ist gleich 113, auch Rest 1. 113 durch 2 ist gleich 56, auch Rest 1. So, und jetzt mal ohne Rest. 56 durch 2 ist gleich 28, Rest habe ich immer mit Doppelpunkt geschrieben, 0. Ja, und dann haben wir 28 durch 2 ist 14, Rest 0 und 14 durch 2, ja, da kommt schon das Ergebnis, ist 7, Rest 0. Und 7 durch 2, da haben wir wieder einen Rest. Ups. Ist 3, Rest 1. Und ich muss wieder tiefer scrollen. Ihr seht, das passt absolut nicht hin. Ich werde es mal kleiner machen hier. Sonst habt ihr da keine Chance, mir irgendwie zu folgen. Den Zeilenabstand ein bisschen geringer setzen. Ja, komm. So. Viel besser. So, jetzt könnt ihr mir ein bisschen folgen, glaube ich. 3 durch 2. Warum ist das jetzt wieder groß? Huh? Was soll das? 16. So. 3 durch 2 sollte 1 sein. Rest ist auch 1. Und dann zu guter Letzt haben wir noch 1 durch 2. Und ja, die muss da tatsächlich auch hin. Und ich habe hier immer noch diesen Absatz drin. Scheißdreck. Eins durch 2 ist 0, wie wir wissen. Aber der Rest ist wichtig. 1. So, und wenn ich die ganzen Reste jetzt hier vernünftig einrücke, dann sieht man Folgendes. Ups. So, dann sieht man zuallererst mal, dass ich hier Leerzeichen reingepackt habe und hier oben auch, wo keine waren. So.
Und was wir jetzt damit machen, wir lesen diese Zahl von unten nach oben. Wichtig, von unten nach oben lesen, nicht andersrum, sonst kommt da was Falsches raus. Und das ist dann unsere Binärzahl. Also tatsächlich 1, 1, 1, dann 3 Nuller und dann 1, 1, 1, 1, 1. Und ja, das ist unsere Binärzahl von 1823, wie wir hier oben stehen haben. 1, 1, 1, 0, 0, 0 und dann 5 Einser. 5 Einser, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Okay, also schreiben wir das schon mal hier für den Vorkommateil hin. So, jetzt brauchen wir noch die Nachkommastellen. Also machen wir mal weiter. Und ja, das Problem bei der Nachkommastelle ist, dass wir in eine Endlosschleife kommen können, wenn wir nicht irgendwann abbrechen. Aber wir nehmen uns einfach mal jetzt hier diesen Nachkommateil, also 0,875, schreiben wieder unsere 0 davor. Okay, wir sind wieder größer geworden, macht nichts, wir haben hier nicht so viel zu tun, es sind nur drei Ziffern. Und sagen, okay, mal 2. Also gerade die andere Richtung, wie jetzt hier durch, sondern wir sagen hier, wir könnten auch theoretisch sagen, durch 2 hoch minus 1. Das wäre genau dasselbe, wie wenn wir sagen mal 2. Ja. Also wenn wir jetzt hier sagen mal 2, dann ist 0,875 mal 2 ist 1,75. So, und jetzt schauen wir uns an, was wir hier vorne vor dem Komma stehen haben, nämlich eine 1. Gut, diese 1 subtrahieren wir wieder von dem Komma. Also wenn hier eine 0 stehen würde, wird hier 0 stehen und wir würden nicht subtrahieren. Also so, dass wieder 0 Komma dasteht, 0,75. Okay, mal 2. Immer mal 2 rechnen, einfach nur oben immer durch 2, unten immer mal 2 rechnen. Also 0,75 mal 2 ist 1,5. Dann haben wir wieder eine 1 vorm Komma. Subtrahieren die wieder davon, dann steht hier noch 0,5. Wir rechnen das Ganze wieder mal 2 und dann steht hier 1,0. Und wir machen das Ganze so lange weiter, bis hier eine 0 hinter dem Komma steht. Also wirklich 0,0000. Keine Zahl mehr irgendwie. Sonst wird das Ganze ungenau. Also wenn wir hier irgendwann in eine Endlosschleife geraten, dann wird es einfach nur ungenau. Kann mal passieren, ist aber nicht so schlimm. Ja, und wenn wir jetzt hier diese 1 wieder vor dem Komma sehen, dann dürfen wir die hier nicht vergessen, sondern haben hier auch wieder eine 1. Und jetzt sehen wir, wir haben hier 0 stehen. Wenn wir die 1 jetzt davon subtrahieren, haben wir 0,0 und sind fertig. Upsala. Und sind fertig. Das heißt, unser Nachkommateil ist 1, 1, 1. Okay, das heißt, wir tragen das hier oben ein. Ja, hier 1, 1, 1 und sind fertig. Wir haben soeben unsere erste oder vielleicht auch nicht eure erste Dezimalzahl mit Kommaanteil in eine Binärzahl mit Kommaanteil umgewandelt. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Oben immer durch 1 teilen und den Rest nehmen und von unten nach oben lesen. Und hier haben wir dann einfach immer mal 2 und ja. Das dann einfach hinterm Komma einfügen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt es verstanden. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich immer über Abos oder Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.